herzlich willkommen zurück hier bei Mittelerde Schatten des Kriegers. Wir haben hier ein paar Fähigkeitspunkte, aber ganz ehrlich, die will ich hier für so ein paar Sachen verwenden, wo wir es eh noch nicht frei haben. Was ist das denn? Geheime Macht erhalte für jede Tötung Macht werden. Ich weiß ja nicht, ob ich nicht vielleicht irgendwann mal hier. Das ist doch vielleicht ganz sinnvoll. Komm, machen wir das mal so weiter, damit wir hier mal vorankommen. Ich habe mal kurz geguckt, wie man die Teile wohl zerstört. Angeblich muss man drauf springen und irgendwas drücken. Nein, nein, nein! Linke STRG und da steht zerstören. Ich bin so dumm. Ich sammle hier nur kurz das Ding ein und teleportiere. Mal sehen, wie blutrünstig diese Meuchler jetzt sind. Sie sind nichts im Vergleich zu Elbenmeuchlern. So, Schnellreise dahin, dann das zerstören und dann den Typen töten, der da das Sagen hat. So. Danach die Mission halt, ne? So. Zack. Ich habe diese Woche. So. Alter, kletter doch da drauf! So. Wie setze ich das eigentlich nochmal ein? Alter, ich will doch nur dieses scheiß Ding da haben! Jetzt nimm's! Ja, Alter, was? Oh, shit, ey. Ich fiel ihm auf dem Schlachtfeld anheim, bis mich kriechende, windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Oh, Alter, die Fresse, du interessierst mich nicht. Und in mich hinein fraßen das tote Fleisch. Hier gibt's keine Pflanzen, um Leben zu regenerieren. Fällt mir mal auf. Jetzt sind sie bei mir. Für immer. Eine kriechende, sich windende, ewige Qual. Gund. Immun gegen Hinrichtung. Minenbomben. Alter. Alter, da sehe ich schon die Speere fliegen. Inventar. Achso, hier. Besserung. Achso, dass man mehr 4%. Was kostet hier nochmal? Erweiterung. Habe ich denn hier Stufe 5?
Kann man hier ein zweites? Nee. Nee. Werde ich immer in die Eimer los, ey. Jawohl. Eieiei. Und jetzt endet die Jagd. Töte einfach. Der ist schon wieder. Blut leer und aus. Aber der ist immun gegen. Doch ihr Hunger lässt nicht nach. Jetzt wirst du verzehrt von den Maden Mordors. Ja, du laber nicht, meine Fresse. Das lass ich überspringen. Mit deinem verwesenden Fleisch. Immerhin können wir den direkt aufschalten. Was? Erzürnt. Was? Den haben wir getötet und anderes erschienen. Du musstest ja meine Jäger töten, Ina. Rate mal, wer jetzt gejagt wird. Okay. Können wir etwas leben wieder? Denk dran, ich hab schon viele Hauptmänner getötet und du bist kein großer Gegner wahrscheinlich für mich. Bam! Du fällst! Schack wurde getötet, Bartz. Fast Level Up. Jetzt ist das hier noch wichtig. Da. Aber irgendwas war da noch golden. So.
Oh, zwar eine goldene Rüstung, aber man kann hier trotzdem alles einsammeln. Ich weiß hier nie, wann man mal diese ganzen Runenkram und sowas brauchen kann. Ist da irgendwas wesentlich näher, wo man es importen kann? Ne. So. Warum? Ich wollte meinen Cargo ausschalten. Oh nein. Danke. Zünde das Feuer an, ja, zünde ruhig das Feuer an. Oh, alter, kletter hoch, Mann. Alter, dass man so beschiss auf diesen Kopf drauf kommt. So, mein Gott. So, ich gucke mir später das mit den Runden erstmal hier direkt den nächsten Kommandanten ausschalten. Wenn der Häuptling merkt, wie schnell seine Orks ausgeschaltet wurden, wird er ebenso schnell eintreffen. Nicht bewegen! Drecksregen! Fleck. Es gibt mir Bonn unter der Sonne. Hab Spaß. Warum die Eile? Bleib doch die Eile. Lass uns singen. Okay. Natürlich direkt einer sein muss. Oh, orange. Kaum noch Zeit, ey. So wie ich dich töte! Jetzt spring! Alter, jetzt! Dass er so manchmal nicht in die Treppe kommt, Alter. Jetzt geht er hoch! Weil, das können wir gar nicht schaffen, weil wir hier als extrem verfolgt werden. Ja.
Deswegen muss ich den, glaube ich, loswerden. Ich finde es, was auch immer es ist. Sieh dort drüben nach. Ah, ich muss so viele in so kurzer Zeit töten. Was da sein? Ich finde es, was auch immer es ist. Ich glaube, die Spuren führen. So, noch 31 Sekunden, come on. Die zwei Hauptmänner, die hier waren, haben ausgeschaltet, ey. Oh, weißt du, so. Ich wollte es echt nicht sagen, aber irgendwie läuft's gerade echt gut für mich. Fühlt sich gut an. Jetzt bist du. Hallo! Also, wieso kommt ein Gondoraner her und versucht, alle Orks umzubringen? Vielleicht hat man ein Problem mit einem Ork, vielleicht mit Hunderten, aber mit allen? Ja, ihr alle seid dran. Vielleicht liegt das Problem bei dir. Hoffentlich zählt die Falle nicht, ey. Doch, zählt. Scheiße. Okay, der Typ ist rachsüchtig. Luftschleichtötung, krieg ich sogar was dazu. Schön. Wilde Konter-Normalangriff von vorn drücke E. Ich bin der Menschenfleischer. Alter, der Menschenfleischer. Der Schweinemetzger. Und ich bin wegen dir hier. Alter. Gib auf. Wir zerfetzen dich. Zeit, dich schreien zu lassen. Weißt du, zerfällt sein Fleisch. Erzürnt? Oh, das bringt dir nichts. Du fällst.
So, mal gucken, ob ich hier langsam eine bessere Waffe gekriegt habe. So. Stufe 9. Stufe 8 macht da. Macht wenig Sinn. Macht genauso wenig Sinn. Stufe 8. 331. Okay, das könnte schon mehr Sinn machen. Stufe 8. Aber ein bisschen was Besseres, so. Gesundheit wird um 10% erhöht. Was ist denn jetzt drin? Rüstung 7%. Nee, erhalten EP. Ja, behalten wir mal. So, das haben wir auch ausradiert, ne? Dann würde ich sagen, machen wir mal mit der Mission hier weiter. Obwohl, ne, wir haben hier noch 2 Sachen zum Einsammeln und die 2 Dinger hier zum Zerstören. Dann kann ich mich hier importen. Jawohl. Zerstören wir die natürlich noch und sammeln die restlich fehlenden beiden Sachen ein. Wir sind fast schon wieder Level up. Das ist natürlich sehr schön. Habe ich die Armee eigentlich hier annähernd überhaupt mal ausgedünnt, weil wir haben ja schon, finde ich, schon ganz einige getötet. Hat's. Ich bin hier nirgendwo. Ja, 10 von 11 haben wir auch bald alle zusammen. Dieses Artefakt, ein Stück Mondstein, war unser letzter Fund, bevor die Orks kamen. Ein Späher entdeckte es noch glühend draußen in den Feldern, wo es vom Mond zur Erde hinabgefallen war. Ich bin durchaus nicht abergläubisch. Trotzdem frage ich mich, ob der Stein ein böses Omen für die folgende Katastrophe sein sollte. Okay. Wir sind jetzt in der 24. Minute der Aufnahme, aber ich denke mal, die beiden Sachen können wir doch wohl noch schnell ein einsammeln, schlechtes oder? Omen aus dem Himmel. Minas Ithil war verdammt lange bevor der Mondstein auf die Erde stürzte. Was? Ich weiß, wie ich euch gleich beschäftige. Lass mich raten, das ist ganz da oben. Ja.
nicht ganz da oben. Ah, hier, wo keine Sau mehr ist. Oh. So. Fähigkeitspunkte erhalten, Leute. Haben ein Level abgekriegt. Einige Orks sind selbsternannte Marodeure, die es nach Reichtümern verlangt. Anders als der Rest der Orks. Wieder ein Ring. Hier, nicht Mordlust treibt sie an. Im Gegensatz zu den meisten Orks tragen sie Schmuck wie diesen Ring, um ihren Status zu zeigen. Diesen nahmen wir einem toten Marodeur ab. Wir wissen also nichts über seine Geschichte. Er scheint aber numenorisch zu sein. Wenn wir nur wüssten, wo die Marodeure solche Schätze finden. Kann ich euch auch nicht sagen. Aber das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Ein Ring aus Numenor. Was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auch nicht stand bleibt. Bis dann. Nach dem Maßstab der Menschen. Haut da rein.